Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fabela-Family, hier ist Fabian und ich bin zurück mit einer neuen Chat-Geschichte. Und die Chat-Geschichte heißt Geh nicht ins Haus aus der Tab-App und stammt von Denise. Viel Spaß! Bist du zu Hause? Nein. Wo bist du? Bin in 2 Minuten zu Hause. Du wolltest doch bei deiner Freundin übernachten. Wieso kommst du nach Hause, Mandy? Wieso rastest du jetzt so aus? Tiffany geht es nicht gut, deswegen bin ich nach Hause gegangen. Wo bist du? Mandy, geh nicht nach Hause. Geh zu einer anderen Freundin. Mom, was soll das? Wieso soll ich nicht nach Hause und wo bist du? Hör einfach darauf, was ich dir sage, verdammt nochmal! Wieso? Ich verstehe nicht. Ich erkläre es dir morgen. Geh bitte zu einer anderen Freundin. Wieso? Ich bin jetzt zu Hause und meine Freunde wohnen zu weit weg. Ich will schlafen. Mandy, geh nicht ins Haus. Wieso? Was ist denn da? Hör auf mich. Mandy, bist du im Haus? Hallo? Ich gehe jetzt ins Haus. Nein, geh woanders hin. Wieso? Sag mir, was los ist. Mom? Ich komme jetzt. Bleib bitte draußen und warte auf mich. Ich habe keine Lust darauf. Ich gehe jetzt ins Haus. Mandy! Verdammt! Hier ist alles dunkel. Und so still. Und es riecht ekelhaft. Wieso riecht es hier so? Ich hab gesagt, du sollst nicht reingehen. Ich bin in 15 Minuten da. Geh wieder raus. Ich will wissen, wieso es hier so riecht. Ich folge dem Geruch. Sei vorsichtig. Mom? Mandy, was ist passiert? Mandy! Geh ans Telefon! Hier hat sich was bewegt und hier ist so ein komisches Geräusch. Es kommt von oben. Ich gehe jetzt nach oben. Geh nicht nach oben! Verdammt, Mandy! Wo bist du jetzt? Oben. Das Geräusch kommt aus meinem Zimmer. Mom, was ist hier los? Warte bitte. Ich bin in 10 Minuten da. Ich gehe da jetzt rein. Sei vorsichtig. Was siehst du? Mandy! Hallo? Ich sehe nichts. Hier ist einfach nichts. Warte. Das Geräusch kommt aus deinem Zimmer. Ich gehe mal nachsehen. Mandy, warte doch. Ich bin jetzt gleich da. Hier ist auch nichts. Aber warte. Draußen vor dem Haus steht etwas. Was steht da? Was siehst du? Ist es ein Mann? Ja, aber woher weißt du das? Mandy, hör zu. Der Mann ist gefährlich. Versteck dich und warte, bis ich komme. Woher kennst du den Mann? Was ist hier los? Mom! Beruhig dich und versteck dich. Noch 5 Minuten.
Der Mann kommt auf unser Haus zu. Was ist hier los? Versteck dich, Mandy. Ich bin sofort da. Ich habe eine Tür gehört. Die Haustüre? Anscheinend schon. Was soll ich machen? Versteck dich! Der Mann kommt nach oben. Ich bin noch in deinem Zimmer. Scheiße! Wo bist du jetzt? Versteck dich! Mandy, verdammt! Ist der Mann im Zimmer? Was ist passiert? Ich bin jetzt da! Der Mann war gerade hier. Hat mich aber nicht gesehen. War unter deinem Bett. Bist du jetzt hier? Komm jetzt rein! Okay, sei aber bitte vorsichtig. Wer ist dieser Mann eigentlich? Mom, redest du mit ihm? Ich höre deine Stimme. Soll ich runterkommen? Bleib oben! Wieso schreist du? Mom! Verdammt, was ist passiert? Mom, ich höre deine Stimme nicht mehr. Hallo! Ich komme jetzt runter. Lauf! Lauf so schnell du kannst! Mom, was ist passiert und wo bist du? Ich gehe jetzt nach dir suchen, wenn du mir nicht antwortest. Nein! Geh! Wieso? Was ist hier los? Ich komme dir helfen. Es ist so still und ich sehe niemanden. Ich komme jetzt runter. Wo bist du? Und wo ist der Mann? Mom! Antworte! Lauf! Wohin? Wo bist du? Ich höre Geräusche aus dem Keller. Lauf! Was soll das? Mom! Ich gehe in den Keller. Ich sehe den Mann. Er sucht irgendwas. Aber er hat mich noch nicht gesehen. Was macht er denn da? Und wo bist du, Mom? Du warst doch im Haus. Lauf! Wieso schreibst du das die ganze Zeit? Ich will wissen, was hier los ist. Sehen! Lauf! Fuck! Lauf! Ich habe mich versteckt. Im Garten. Wo bist du?